Haben wir es bald mal? Ich würde eigentlich ganz gerne zurück zur Hauptbasis. Und da noch eure Heimat weiter zerstören. Wenn es recht wäre. Immer noch überall blaue Punkte, rote Punkte. Dum-di-dum. Ah, komm. Alles ist doch ziemlich grindig jetzt hier am Ende. Finde ich ehrlich gesagt nicht so schön. Aber ich muss es machen. Weil ich an das Öl ran muss. Ich wüsste auch nicht, wie ich das anders hätte regeln können. Also ich hätte vielleicht wesentlich früher anfangen können mit den Basen zerstören. Aber dann wären sie trotzdem nach und nach gespawnt. Das heißt, theoretisch baut man am Anfang ein MG, baut Munition und läuft dann los, um Öl zu suchen. Für 100 Folgen später. Und sichert dann durchgehend das gesamte Gebiet um diese Ölvorkommen. Das ist komisch. Immer noch mehr. Habe ich noch genug Munition? Ja, ich habe genug Munition. Ich glaube, ich lasse jetzt einfach durchgehend hinter mir herlaufen. Obwohl, das scheint jetzt echt der Rest zu sein. Okay, weg mit euch. Weg, 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 weg. So, ich habe jetzt gefühlt 15 Minuten lang durchgehend die C-Taste gedrückt. Nein, habe ich nicht, die Türme haben oben geschossen. Aber der Kampf hat viel zu lange gedauert. Und was haben wir geschafft? Wir haben mehrere Spawner zerstört auf dem Weg hierhin. Das ist richtig. Aber wir müssten genau das gleiche, was wir jetzt gemacht haben, noch 2-3 Mal machen, um die Ölbasis zu sichern. Will ich das? Nein. Das ist mir viel zu albern. Und ich denke, auch für euch ist das nicht so wirklich interessant, wenn wir das immer und immer wieder das Gleiche machen. Wie können wir das Problem jetzt anders beheben mit dem Öl? Ich könnte wieder off-camera das Spiel einfach laufen lassen, bis genug Ressourcen da sind. Was ein bisschen schade wäre. Genau, Auftrag. Was ein bisschen schade wäre. Sonst... Wir könnten einfach eine richtig fette Basis da unten aufbauen. Das heißt, wir stellen jetzt einfach, keine Ahnung, 50 Lasertürme her. Genug Solarpanels, genug Mauern. Vor allem Mauern. Das habe ich irgendwie immer zu wenig. Den gehen wir einfach runter und bauen dann eine Basis auf, die ruhig durchgehend angegriffen werden kann. Dann wäre das Wumpe. Das Einzige, was wir dafür bräuchten, wäre einmal die Bahnverbindung runter. Bis nach hier. Das wär's dann. Das klingt besser als durchgehend immer wieder Aliens töten. Okay, wir brauchen also sehr, sehr viele Schienen. Die ruhig auch nochmal, die auch nochmal. Wir brauchen noch mehr Lasertürme. Was fehlt da? Batterien. Batterien müssten wir eigentlich recht viele über haben. Mach das doofe Nachtsichtgerät raus, wenn du es gerade brauchst. So. Du kannst weg. Batterien. Ich guck mal jetzt, was im Lager. Oh, den Flammenwerfer wollten wir eigentlich noch abholen. Da, Lasertürme, die hätte ich gerne. Nicht hier. Wir hatten irgendwo so ein Lager. Oh, keine Kohle. Nicht ernsthaft, oder? Haben wir Stromprobleme? Noch nicht. Das ist ein glücklicher Zufall. Das hätte ich ganz leicht übersehen können, wenn ich jetzt wieder losgezogen wäre. Da ist ein Kohlefeld, das brauchen wir sofort. Wir brauchen instant Kohle. Achso, und wir brauchen die Mining Drills.
Die hatte ich ja hier irgendwo reingeworfen. Nicht die. Brauchen richtige Mining. Okay, baue ich halt neue. So, 5 Stück davon. Alternativ könnten wir auch ganz viel Holz abbauen, aber wir haben nicht mehr so viel Holz in Roboport-Nähe. Hier ein bisschen. Das könnt ihr mal wegmachen. So, bitteschön. Wir könnten irgendwo einen Roboport hinbauen, nur um Holz zu hacken. Also einfach hier einen hinpflanzen mit Stromversorgung und dann das hier alles wegmachen. Das wäre eine Möglichkeit. Haben wir einen Roboport auf Tasche? Nö, könnten einen bauen. Will ich aber ehrlich gesagt nicht so wirklich. Okay, dann hier. Das Muster ist völlig komisch hier. Achso, da ist nur so ein Doppelding da, okay. Hier, das muss alles in... Nicht in aktive Kisten, bloß nicht. In passive Kisten. Du. Sieht ein bisschen komisch aus, aber machen wir mal weiter so. Hauptsache, alles wird abgedeckt. Das müsste so alles abgedeckt sein. Richtig? Richtig. Das ist auch alles in Roboport-Reichweite. Ja, ist es. Der Roboport ist direkt daneben. Sehr gut. Frage ist, jetzt reichen 4 davon aus, um das unten durchgehen zu befüllen. Das bezweifle ich irgendwie. Und wir brauchen ja auch Kohle für Plastik oben zum Beispiel. Also auf 1,3 runter. Wird aber langsam, wird langsam. Was sagen unsere Solarzell-Dinger hier? Sind alle im System. Muster weiterbauen? Ja, komm, nimm mal das Solarpanel-Muster. Hier? Ich stehe im Weg, ja. Da ist eine Lampe im Weg. Die muss weg. So. Bau. Komisches Muster. Hier. Okay. Bau komisches Muster da. Bau komisches Muster da. Komisches Muster da und da. Das könnte ein wenig helfen. Genau. Bum 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 bum. Bam 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 bam. Sehr gut. Sehr sehr gut. Und instant voll. Schön. Also das hätten wir auch wieder behoben, wenn auch nur kurzfristig. Wir müssen uns wohl doch noch mal eins von den Kohlefeldern hier aneignen. Was denn wieder einen eigenen Außenposten bräuchte. Ein wenig peinlich ist, aber na gut. Jetzt bauen wir weiter an den Vorbereitungen für die Riesenbasis unten mit dem Öl. Dafür brauchen wir Batterien und anscheinend haben wir gerade ein Batterieproblem, was wieder mit dem Öl zusammenhängt, was ne, bekannt ist. Ja. Kein Schwefel. Schwefel haben wir allerdings... Es entsteht Schwefel. Warum? Achso, das ist der Puffer gewesen, den wir hatten, falls wir irgendwas von Schwefel mit Schwefel herstellen wollten. Das ist okay. Dann mach das mal ganz schnell zur Schwefelsäure. Und wir gucken in den Logistic Storage Chests, ob da noch irgendwo noch Schwefelreste sind. Und ich sehe da schon was Gelbes. Sehr gut. Ja, her damit. Die 12 lasse ich mal drin für etwaige andere Notfälle. Wo wir Schwefel direkt brauchen, wo mir da nicht so viel einfällt. Also hoch, 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 hoch. Hier. Gib ihm. Dann bleiben wir kurz mal daneben stehen. Hier kriegst du noch 100 Eisenplatten. Alles super. Jetzt mach die Tanks voll. Okay, voll ist übertrieben, aber ne? Füll schon mal ein bisschen. Ich könnte die auch einfach hier rein tun, richtig? Ja. Okay.
Also Batterien werden wieder hergestellt, das heißt, wir werden auch gleich wieder damit beliefert. Das heißt, wir können wieder Lasertürme bauen. Gut, das brauchen wir nämlich. Wenn wir da jetzt wirklich eine riesige Verteidigungsanlage bauen mit ganz, ganz vielen Türmen und die dann irgendwann auch mal schießen, dann brauchen wir sehr, sehr viele Solarzellen. Wenn wir allerdings sehr, sehr viele Solarzellen haben, haben wir sehr viel Fläche, die beschützt werden muss, wodurch wir wieder mehr Lasertürme brauchen. Das ist ein wenig unpraktisch. Mehr gucken wir. Also 50 Solarpanels reichen auf jeden Fall. Ja? 12 Akkus eventuell nicht. Ja. Bauroboter. Construction Bots. Wie bekomme ich jetzt Construction Bots? Ah, hier. 14 Stück, die reichen völlig. Nimm die mal bitte mit und bau ein Roboport. Okay. Was dann noch ein riesen Energiefresser wird. In der Ölbasis, aber okay. Du wirst gebaut. Lasertürme. Radarschüssel haben wir. Ja, haben wir. Strommasten haben wir 28 Stück, die reichen. Schienen. Schienen brauchen wir mehr. Viel, viel, viel mehr. Also ich werde gleich wieder mit Stein beliefert. Und dann müssten wir, glaube ich, erstmal fertig sein. Also, Plan für die nächste Folge. Wir beenden unsere Vorbereitung an Ressourcen, die wir mit runternehmen wollen. Dann verbinden wir das Stück hier mit dem Stück hier. Dann laufen wir runter und ziehen von hier aus die Schienen nach oben. Das heißt, das Ding da, das Ding lassen wir bestehen. Oder machen wir hier noch so eine Weiche nach da unten zum Schwung und hier zwischen so eine Gardestrecke. Dann wird es irgendwo hier nach unten gehen. Dann fangen wir an, das runterzuziehen. Frage, wollen wir erstmal alle Schienen bauen oder wollen wir schon mal anfangen, die Basis aufzubauen? Um schon mal Öl abzupumpen. Hat beides Vor- und Nachteile. Vorteil ist, wir kommen mal schneller in unser Öl. Und wenn dann irgendwann die Schienenverbindung da ist, dann haben wir gleich sehr viel Öl zum Abtransportieren. Nachteil, das Ding kann angegriffen werden. Und es wird nicht sofort super verteidigt sein. Das heißt, ich werde wieder ganz viel hin und her laufen müssen. Aber hey, wir haben 6 Paar Beine. nicht 6. Wir haben 4 Paar extra Beine, also 5 Paar Beine. Das ist hin und her laufen nicht mehr ganz so schlimm. Also ich glaube, ich mache das so. Weil ich will möglichst schnell möglichst viel Öl haben, um halt die ganzen Sachen bauen zu können. Ja, also, das ist der Plan. Zu Ende ausrüsten, dann runterlaufen, ein paar Schienen bauen, anfangen. Wenn die Schienen dann alle sind, runterlaufen, Öl 2, anfangen aufzubauen, möglichst so, dass schon wenigstens in den Ecken Türme vorhanden sind, die auch Strom haben. Und die Pumpjacks. Wir brauchen recht viele Pumpjacks, die mache ich am besten jetzt schon mal einen Auftrag. Genau, da. 7 Pumpjacks, her damit. Und danach noch Pipes. So. Genau, da bauen wir Öl 2 unten auf. Und danach werden wir wieder hochlaufen, wieder neue Ressourcen holen, Öl 2 weiter anbinden und so weiter und so weiter. Und zwischendurch immer drin ein Auge offen halten, ob hier zwischen irgendwelche Basen gespawnt sind und vielleicht ein bisschen was wegschießen. Aber nicht so exzessiv wie vorher. Also wir haben jetzt zig Folgen lang eigentlich nur Piu-Piu gemacht, das wird langsam ein bisschen Fahrt. Vor allem, weil es halt immer das gleiche ist. Rückwärts laufen, schießen, reinlaufen, Spawner töten, rückwärts laufen, schießen. Aber gut, wir haben jetzt einen definitiven Plan. Oh, und ich glaube, das wurde gerade von unserer Radaranlage hier aufgedeckt. Sie hat einen Sinn. Und wieder weg. Aber sie funktioniert. Ja, also wir haben jetzt definitiv ein Ziel vor Augen, nämlich unser richtig schönes Ölfeld hier unten. Und sobald das angezapft ist und verbunden, sollten wir auch an die Ressourcen rankommen, um das Spiel beenden zu können. Um dann ganz viel neues Spielzeug zu haben. Und damit auf die Nase zu fallen. Also bis gleich.